gekommen. Ich habe dich erwartet. Oh, niemand da, um uns zu empfangen. Ja, Peace and Justice. Herzlich willkommen, seid gegrüßt. Die ist Design Midnight Figure Feature, Folge 218. Und zwar, ich habe Geschenke bekommen. Mir wurde wieder was zugespielt. Zugespielt ist auch schon gut, ich zeig mal. Und zwar, schön das Doppelvinyl von Krieg der Sterne. Also ich habe ja schon mal ein Review gemacht dazu, zumal mein ganzes Star Wars Soundtracks halt hin und her. Ich habe die Scheibe halt auch schon. Aber ey, erstmal habe ich bei meiner, ist glaube ich, weiß nicht, ob der Aufkleber mit drauf ist hier. Und was aber geil ist, wenn ich es von hinten sehe, das habe ich nämlich auch, Musikhaus Schlüter. Ich weiß gar nicht, ob es den noch bis in der 80er, ob es den bis in den 90er gab oder 80er. Ist auf jeden Fall noch hier, Westfalenhaus Hansastraße. Das ist da, wo jetzt hier da so eine Disco drin ist und sonst fast gar nichts halt und so weiter. Voll geil, ne, ist voll schön. Die sehen natürlich auch schon ein bisschen, aber ey, was ist los? Ich find's geil. Jetzt kann ich mit Cantina Band wenigstens Crossbacks machen. Sehr cool. Danke an Rascal. Vielen Dank, Alter. Also freut mich echt so. Also ich kann ja eh sowas gebrauchen. Also hast du eine gute Idee gehabt. Voll schön halt. Ich werde sie in Ehren halten. Also die kommt eh in meine Star Wars Sammlung halt. Dann habe ich noch was. Das muss ich euch zeigen. Und zwar ein Freundebuch. Das Ding ist aber dabei, es gibt da so einen Writer, so einen Schmierfink, ne, sag ich mal. Und zwar ist da vor im letzten Jahr oder so, ist halt eine S-Bahn gefahren. Die wurde halt beschmiert, was auch immer. Und zwar in Orobesch. Ne, also Star Wars-Kenner wissen, das ist halt diese Imperial oder ist halt diese, ja, diese Schrift halt, die es da gibt. Und ich zeige euch jetzt mal so das Bild. Ich hoffe, ihr seht es so. Ne, ist halt Screw, heißt das. S-C-R-E-W. Mit einem DSD-Gruß dabei. Und jetzt gehe ich mal näher ran und zeige euch das nochmal richtig, weil das ist schon sehr witzig. Finde ich geil. Also erstmal die Idee mit dem Freundebuch ist halt schon geil. Aber finde ich cool. Guck mal, so ein 3PO-Charakter und die Leia dabei. Hier sieht man es nochmal, ne? DJ DSD. Geil. Vielen, vielen Dank an den Unbekannten. Und geil ist natürlich, es wird auch natürlich ausgefüllt, das Buch. Und hier steht halt, ne, Screw, a.k.a. die Schraube. Spitzname Windhund, Geburtstag 95, Sternzeichen Hund, besondere Kennzeichen windschnittig, Größe groß, Haarfarbe Straßenköter blau, Augenfarbe blau, Lieblingsklamotten Vintage, hier wohne ich Dortmund, Schule Straße, Klasse 143. Ich sag da nichts weiter zu. Das ist geil hier, der Lieblingsfach Kunst, was hier schon geil. Trödeln Comics. Dann hier nochmal ein schön. Ja, da muss man ja mal sein Bild reinkleben. 3PO. Oh geil. Southside Rap, Graph, ne? Windhund ist doch klar. Baked Beans auf Toast mit Butter und Käse. Graffiti auf Zügen. Was ich echt blöd finde, saubere Züge. Was ich gut kann, botten. Also für die, die keine Ahnung haben, botten ist halt wegrennen halt und so weiter. Wir haben zu Hause, das will ich einmal werden. Alt und mein größter Wunsch, Gesundheit ist super. Voll geil, hier noch mit Datum. Ich habe es gestern bekommen halt. Hier ist also auch nochmal, das ist ja dann nochmal ein Original. Ich zeig's mal kurz so. Hier nochmal schön Sketch, ein Original Sketch dabei. Und auf der nächsten Seite hat sich dann direkt noch jemand verewigt. Immer diese Graffiti-Maler, weißt du? Also guckt euch an, lest es durch. Geil, vor allem Lieblingsklamotten Darth Vader Kostüm. Kein Platzstraße, Alter. Schön bescheuert, finde ich super. Lesen, Reiten, Schwimmen, Tennis, Golf, hin und her. Mein Akku ist jetzt gleich leer, aber ich bin mit dem Video eh durch. Hier auch nochmal kurz ein Haze. Super. Orke 7, das will ich einmal werden. Stormtrooper und die Weltherrschaft wird dann gewacht. Ja, geil. Also vielen Dank dafür, für die Platte und das Freundebuch. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Voll geil. Danke an euch Jungs. Spitze. Wie gesagt, ihr wisst es, wer was vom Krieg der Sterne über hat und ihr habt keinen Platz dafür, ich schaff Platz bei mir zu Hause. Ich kriege das in irgendeine Ecke immer noch reingedrückt so. Und dementsprechend würde ich sagen, Augen auf beim S-Bahn-Fahren und beim Hüppchenkauf. In diesem Sinne, Peace and Justice, adios, tschüss. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.